So, willkommen zurück zu Minecraft. Zu Minecraft. Zu Skyrim. Let's Play Skyrim in hübsch. Und ich hab schon wieder vergessen aufzunehmen. Und deshalb müssen wir den ganzen Weg nochmal neu machen. Was ziemlich scheiße ist. Aber wir müssen halt wieder zurück. Oder nicht zurück für euch, sondern zurück für mich. Und den Typen abholen. Schade, aber geht nicht anders. Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Ja, genug. Wieso hat er mich angegriffen? Wieso sind die Leute böse auf mich? Tür. Verschwindet. S-Bahn, Was? mach die Türe Das auf. bin ich nicht. Ich bin nicht Espern. Ich habe Doch, du keine bist Ahnung, es. Das wovon ihr steht doch redet. da. Delphin? Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden? Und sie hat euch zu mir geführt. Und jetzt sitze Ja, ich wie hat eine sie. Ratte in der Falle. So. Du sollst dich an den 30. Ah, Eisherbst erinnern. in der Tat, ich erinnere mich. Dann lebt Delphin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Ja. Das dauert nur einen Augenblick. Ist alles klar. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Was ist das für eine Tür? Das wäre geschafft. Gut. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Okay, ja, das sind viele. So, dann rede Also ich mal kämpft mit dir. Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich Wieso habe ist es versucht, es ihr zu hoffnungslos? erklären, schon vor Jahren. Was Habt ihr meint ihr es noch damit? nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Der hat gerade in zwei verschiedenen Stimmen geredet. Das ist irgendwie komisch. Also, ihr redet über Oh das Ende der ja, Welt. es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Okay, ich sehe gerade wieder, dass ich irgendwelche Probleme habe mit meiner Aufnahme. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser geht. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Natürlich. Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Ja. Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Gut, dann kann ich in der Zwischenzeit hier Das werde ich brauchen. ein bisschen Nein, nutzloser Tant. Wo was ist meine mitnehmen. kommentierte Anuade? Nur So. kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich Stalldurch der darf den Talmor keine Feigheit. Geheimnisse hinterlassen. Im Bett Noch eine schlafen Sache, möchte die ich ich jetzt mitnehmen nicht, muss. aber die Truhe kann ich mal durchsuchen. Ah, guck mal, da haben wir auch noch ein bisschen Nun, das sollte wohl Heilung. reichen. Dann mal los.
Kommode, was haben wir denn da drin? Hut und Kapuze. Nee. Gut, dann geht's ab. Stopp. Ich würde gerne den kaiserlichen Bogen der Ermüdung nehmen. Denn ich weiß, dass der Orkbogen, den habe ich nämlich letztes Mal benutzt, ziemlich, ziemlich scheiße ist. Also. Und das normalerweise hier Talmoor sind. Tintenfass? Wo sind die her? Wo sind die hin? Messer. Keine Ahnung. Nein, hier geht's nicht entlang. Hier geht's entlang. Nein, hier geht's auch nicht entlang. Eimer, Messer, Buch, Tintenfass. Geht's hier entlang? Nein. Scheinbar. Nein. Mal gucken. Ist da jemand? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Boah, ich hab irgendwie. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Irgendwie Probleme. Ja. Bitte, bringt mich nicht um. Wieso ist er dann so scheiße auf mich, hm? Er hat auch nichts dabei. Hallo? Da. So. Jetzt kann ich wieder normal schießen. Wieso konnte ich gerade überhaupt nicht normal schießen? Und wieso kommt man hier nicht raus? Ich habe keine Idee. Komm mit. Ich frage dich einfach mal nach dem Weg. Aber natürlich. Der Rattenweg kann nur für Neulinge etwas verwirrend sein. Gut, bleibt dann in meiner Nähe. Ach nee, ist das jetzt dein Ernst? Gut, ich versuche mal hier irgendwie rauszukommen, dass er dann hinter mir her nachspawnt. Braucht ihr etwas? Wir sollten weitergehen. Ja, dann geh doch mal weiter. Ach, scheiße. Ah. Hier könnte ich weitergehen. Na, kommst du hinter mir her? Spawnst du hinter mir? Ach nein. Ist das Spiel jetzt verbuggt oder wie? Das ist er. Er hat nach Esbern gebracht. Tötet ihn! Ja, komm. Habt ihr etwas gehört? Eine Schande, dass es dazu kommt. Oh. Gut. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf. Die Erinnerung der Tat. Was habe ich schon lange hinter mir gelassen? Hallo. Nein. Komm ich da durch? Die Vorherrschaft der Elfen ist die einzige Wahrheit. Ich werde euch brennen. Hallo. Hör auf. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Weg hier. Das war gar nichts! Für die Klinge! So. Stirb! Naja, zumindest bist du jetzt nicht mehr verbuggt, mein Lieber. Ein kaiserlicher Bogen.
Nee, kann ich nichts gebrauchen von. Hast du noch was? Eisenpfeile. Ja, den kann ich auch noch mal essen. Da hast du recht. So. Jetzt zeigst du mir, wie man hier rauskommt. Super. Hallo? Gut. Das ist jetzt gerade wieder etwas doof in der Aufnahme, aber geht nicht anders. Okay, ich dachte, mich hätte gerade jemand angegriffen. So, scheinbar geht's hier weiter. Dann lauf mal schön. Und zeigt mir den Weg, Esper. Aber cool finde ich es auch, dass man mit Überreden von Goldstücken seine Redekunst so stark beeinflussen kann. Naja, ja, ich habe gerade eben über Windows 10 geredet, das jetzt vorgestellt wurde. Und warum das Windows 10 heißt. Und es gibt halt die Gerüchte, dass es halt endlich Windows gesagt hat, wir sind jetzt Windows 10 ist Windows 1.0 und deshalb sind wir in der Beta angekommen. Nein, nicht in der Beta, sondern in fertig und die haben jetzt die Beta hinter sich gelassen oder sowas. Ist schon recht witzig. Eine Silberkette. Ja, schön. Dankeschön, dass du das hast. Oder dass jetzt zum Beispiel Windows 9. Ups. Da piept mein Handy. Das ist nicht gut. Dass Windows 9 übersprungen wird, weil die so ein Bezahl-Update-Ding haben möchten. Wo dann jedes weitere Update, größere Update halt irgendwie 15 Euro kostet oder sowas. Und dann die Version 9.11 wäre halt auch nicht so besonders. Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Oder sowas in der Richtung. Ist halt sehr, sehr witzig. Aber man glaubt halt, dass sie das Windows 10 genannt haben. Was einmal. Das ist nicht gut. Die interne Version Windows. Windows. Na komm schon. Windows 10, Windows 6.4 heißt und. Ich erinnere mich doch noch an meine alte Ausbildung zu erinnern. Cool, ja. Also die heißt dann Windows 6.4 und das würde dann insgesamt 10er geben. Und dass manche Programme halt immer die Windows-Version abfragen und die fangen halt nach Windows 9X ab. Und 9X könnte Windows 9 bedeuten, aber auch Windows 95 oder 98. Und wenn die auf 98 oder so nicht mehr laufen, einen 9X abfragen, wäre das ziemlich doof. Denn, ja, wir würden sie auch auf Windows 9 nicht funktionieren. So einfach ist das. Und jetzt stehst du da schon wieder rum. Das kann doch nicht wahr sein. Bist schon wieder verbuggt. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Wie geht er denn auf mich? Nö. Na toll. Oh. Das ist doch scheiße. So, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen raus. Da bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssten hier irgendwo geradeaus.
oder? Nee, das ist schon wieder die falsche Richtung. Wir müssten... wie ging das nochmal? Doch, wir müssten hier rein, oder? Ja. Und dann hier komplett durch. Nein, hier nicht. Verdammt. Wir kommen hier überhaupt nicht weiter. Uhu, es kann doch nicht wahr sein, dass... Gut. Oder schlecht eher gesagt. Was geht's hier entlang? Ja, jetzt sind wir hier. Können wir hier weiter? Ja, wir können hier weiter. Uhu. So. Und hier müsste es dann rausgehen. Ja, es geht hier raus. Super geil. Und wir sind draußen. Ich hoffe, der Typ kommt jetzt gleich hinterher. Das wäre nämlich ziemlich, ziemlich bescheuert, wenn er da drinnen verbuggt wäre. Nein, er ist wieder da. Juhu. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, die ich hoffentlich diesmal direkt aufnehmen werde. Und da, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.